Start Nummer 10, Steve Mauer, bekommt einen Punkt und schließt die Vorläufe mit 6 Punkten ab. Nicht mehr dabei, disqualifiziert war die Nummer 4, Jeremy Zielinski. Zeit des Siegers betrug 50,0 Sekunden, für David Pfeffer 50,0. Wir kommen zum 12. und letzten Vorlauf in der Schülerklasse C. Im roten Helm die Startnummer 6, Oliver Lachmann, bisher 5 Punkte. Im blauen Helm die Nummer 7, Tim Scheunemann, bisher 4 Punkte. Im weißen Helm die Nummer 12, Josef Nehmauer, bisher 5 Punkte. Und im gelben Helm auf der Außenbahn die 1, Valentin Grobauer, ebenfalls bisher 5 Punkte. Valentin Grobauer.